Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt mit dem Gras Schwappen vorfahren. Dazu steigen wir rein. Und wir starten erstmal den Kurzhelfer für Traktor 1 und Traktor 2. Mal gucken, wo der Kurs ist. So sein hier, ne? Das hat er so gespeichert. Die Frage. Aber das zeigt mir nichts an. Gut, dann mal kurz löschen. Wir laden den Kurs und zwar Schwappen überfahrt Schwappen. Das sollte garantiert 38 sein. Hier. So, links vom Kurs richtig und wir machen gleich mal zwei Kurs eigentlich. Ja, normalerweise verkehrt, aber gut, okay. Das muss passen. Hier. Links. Okay, links. Und hier deaktiviert. Aktiviert. Also, egal. So, wichtig wäre hier. Aktiviert, 100 Meter. Dann konnte dem mal gleich den nächsten Kurs, den nächsten Traktor, das soll nicht verkehrt machen. Und später werden wir gleich einen Kurs laden für die beiden Sammelfahrzeuge, die dann schon bereitstehen, mehr oder weniger. Und werden gleich mit Sammeln beginnen. Jo. Dem Kurs stimmt was nicht, das ist richtig. Gut, dann mal löschen, dann laden wir neu. Schwattenfeld Nummer soll 38 heißen normalerweise. Du bist jetzt rechts, rechts passt. Aktiviert und jetzt können wir vorne mit den ersten EGB starten. Ne? Das ist nämlich, der erste muss nämlich fahren, damit das weiter erkennt, dass er fährt und dann können wir entsprechend auch den zweiten fahren lassen, um das Probleme geben könnte. Ich hatte hier einen mit den Krone schon mal gefahren. Hey du. Den Krone gefahren. Sollte eigentlich so sein, dass ich hier. Also nicht liegen bleiben. Nicht gut. Doch weniger als 40,8 Meter. Die Zeit ist schlecht. Wir werden nochmal neu starten und neu berechnen. Wir fahren mal von Anfang hin und dann mal kurz gucken hier, ob wir die die Arbeitsbreite richtig eingestellt haben. Da liegen das wollte eigentlich nichts. Dann hätte ich auch mit dem Einfahren des Kurses auch mit dem Feld fahren können. Ach, das war der zweite Kurs. Okay. Das war eigentlich richtig. Der ist bei der zweiten Runde normalerweise. Wir werden mal kurz einen Kurs
Ja, dann können wir so machen. Ne? Alles gut, ja. Warum will er nicht so wie ich will? Links? Ne, hier, Tipp bitte. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Das verstehe ich nicht ganz gut. Muss ich verstehen, ne? Da muss man die Spur nachziehen, dass es gerade wird und dann geht los. Ja. Geht nicht. Mit der Sammlung kriegen wir Probleme hier. Dicke. So. Ja, man soll einen Kurs mit Fahrern unterbrechen, ne? Das mögen die eigentlich nicht. Das ist doch links. Noch ein Stückchen fahren, würde ich sagen. Na, ob's jetzt klappt. Na, ich hoffe. Das ist die Katastrophe. Wenn es nicht laufen soll, wie es wenn es nicht läuft, wie es. Wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, ist es ungünstig, ne? Ja, läuft. Aufnahme läuft. Ton da, ja, letzten beiden, ja, vier Folgen war ich ein bisschen leise. Das lag daran, dass ich den Lautsprecher mal, ja, wunderbar eingesteckt habe und dadurch das ganze System auf Null. Also auf Null gegangen ist, ne? Das, das, Einstellung wie normal. Also. Also ich finde Wurm drin, hier sind nur zwei Kurse, das ist ein Problem. Runde verkehrt. Ich soll hier den Kurs fahren, ne? Startschwierigkeit. Tut leider mal gut, ne?
hier. Na, auch lange gedauert. So, da brauchen noch 48 Minuten. Wird mich heute durchziehen. Zweites Mal. Machen meine Nerven nicht mit. Warte erst. Aber so ist halt mit der KI. KI will nicht so, wie ich will. Das ist leider so. So. Entschuldigung. Aufstoßen hier. Ja, jetzt haben wir den ersten. Großen Faktor mit dem Sammelwagen losziehen und versuchen mal mit Daten zu sammeln. War, wenn wir jetzt mal das kann auch nicht passen. So, hier mit viel Gras. Warten. Den werden wir zuerst laden. Dazu werden wir mal erst den linken Kurs nehmen. Dann ergänzen wir den Kurs durch Überführung, Feldabschneide zum Hauptkurs. Das ist der Kurs, den wir eingefahren hatten. In einigen Folgen davor. Dann werden wir hier auf den ersten Weg kommen und dann geht los. So. Schauen wir mal, ne? Bei größeren Mengen, die liegen bleiben, werden wir nachsammeln, ansonsten muss es klappen. So. Der zweite ist da. Also der arbeitet schon mal, ist an der richtigen Spur. Das klappt schon mal. Aber erster Wegpunkt ist immer am besten, wenn man da beginnt. Wer große Felder hat, soll das dann erst beginnen, wenn er wirklich länger Zeit hat. So, jetzt haben wir den nächsten Weg. Und der wird da beginnen. Dazu den zweiten Weg, den tiefen Weg. Dazu werden wir den wieder löschen. Und hier werden wir ganz kurz gucken. Die Führung. Warten. Dazu werden wir mal gleich den rechts passt. Dann gleich im Grün, wir werden die Tür Zeugtruppe anhängen. Dann ersten Wegpunkt und einsteigen. Hier fahren wir mal ganz kurz mit. Ich will das sehen, wie das am besten läuft. Ich hoffe mal, der Ton ist gut. Meine Lenkung ist unaktiviert, macht aber nichts. Der erste ist voll. Das passt. Der zweite fährt auf den Kurs. Das passt auch. Die ganze Folge ist Gras. Ist super. Wenn das Heu wäre, wäre es nicht so schlimm. Da wir Heu haben wollen. Fast ein bisschen laut, wenn wir da hochgehen. Der Fett ist ein bisschen lauter, ne? Das ist leider so. Ja, der Fett ist los und wird jetzt entsprechend, naja, er hat ja weniger zum Räumen als der erste. Das ist vielleicht so, weil das irgendwie so ist. Und er wird halt später fahren. Hauptsache, sie fahren nicht beide zur gleichen Zeit die gleiche Strecke, ne? Also die Haufen fahren. Was wir hier noch machen können, ist hier der Rand aktivieren. Dann ist es für alle besser, weil dann erkennen sie sich auf dem Feld an. Und den fahren wir gleich mit. Zurück.
Die haben auch aktiviert waren. Denn so können die sich auf dem Feld besser erkennen. Hoffentlich den Trigger gleich findet, Heu. Ja, Kopplung. Sonst gibt es Probleme. Also soll er nicht abladen und nicht durchbrettern. Ne? Ich hoffe, dass nichts im Wege steht. Und die Ochsen wachsen auch. Falls unsere Kälber links und rechts, da sind einmal weibliche Tiere und weibliche Tiere. 40 weibliche und 4 männliche. Weiterer Nachwuchs unterwegs. So, da sind wir. Bei der Heutrocknung, Abladestelle. Zeigt er mir an. Und ich hoffe, dass er auch entsprechend ablädt. Das macht er. Das zweite ist bei 41%. Dann können wir hier nämlich loslegen und trocknen. Ne? Wir haben dann entsprechend Heu für unsere Futtermischanlage und das ist dann auch so gewollt. Hier rechts ist, ist der alte Wald. Hier will ich wahrscheinlich noch einen weiteren Stall errichten, genau neben dem Weg. Da werden wir planieren, den Weg können wir lassen, werden wir ein bisschen tiefer holen. Und dann soll da ein Sägewerk entstehen. Ein Sägewerk, das Bretter und etc. was machen kann. Das ist ein Mod von Castor, passt genau hier zur Karte zu. Er hat einen weiteren Mod begonnen, laut Forum. Und zwar sieht so aus, wie die Futtermischanlage für Kühe, dass sie automatisch Futter werden. Und das würde mir genau ins Kram passen. Das heißt, das Tiere füttern würde dann entsprechend nicht mehr so ausgiebig ausfallen und wir können uns okay um andere Sachen kümmern. Wir müssen nur wahrscheinlich das Vorratslager ausfüllen. Theoretisch, ne? Ja, das ist ein Mod mit den Tiere füttern, also im Prinzip automatisch mit animiert mit Futterwagen. Wann der nun kommen wird, das ist nun er hat damit gerade erst begonnen, also wird es eine Weile dauern, denke ich. Lass ihm mal die Zeit, ob er funktioniert. Das ist entscheidend, dass es klappt. Aber sie arbeiten ja im Team, ne? Das ist von der Warte her, wird es dann auch funktionieren, denke ich. Gut, ich hoffe, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich mache ja gleich weiter. Dann seid mal tschüss und wie gewinke, ciao. In der Pause mal Lenkung fertig, damit wir reibungslos mehr durcharbeiten können. Auch einen schönen Tag. Das ist schon eine zweite Folge heute. Hoffe ich auch einen guten Ton. Nochmal tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.